begrüße sie auf der Terrasse. Veranda-Terrasse. Veranda ist doch das Veranda-Terrasse. Ist doch eigentlich im Grunde genommen alles dasselbe. Lass Veranda, denn sie will ja. So. Ist so. Wir können auch sagen, wir treffen uns auf der Kaffeebohne hinten links im Schilf oder so. Würde auch gehen. Ja, können wir auch machen. Aber Kaffeebohnen wachsen nicht im Schilf. Ja, aber das ist ja gerade der Plot-Twist. So, also, Krawalski, wir haben heute Akt Nummer 3 ausgeführt. Ist ihr Protagonist instruiert oder ist er noch komplett blind? Komplett blind. Naja, ich sehe nur auf dem halben Auge sozusagen. Kann man dem vertrauen? Natürlich kann man Ralle vertrauen. Okay. Mhm. Ist denn Kalle ins Spiel? Wie viele Leute habt ihr denn noch eingeschleust? Dann komme ich mit der Kolle. Ich habe lange verstanden. Geschlafen. Stecken Sie dieses Ding aus meinem Gesicht. Also, Ralle, wir mussten dich... Ralle, sag ich schon. Warum rede ich so, verdammte Scheiße? Was hast du denn schon... Hast du von Lachsmann so Fisch gegessen? Ich hab keine Ahnung. Das färbt an. Hast du von Lachsmann Fisch gegessen? Okay, ganz kurz. Oh, halt, Ahnung. Stopp. Jetzt siehst du, jetzt rede ich schon wieder jetzt so. Hier die... Was ist das hier für eine Scheiße? Nee, jetzt reicht's mir. Jetzt reicht's mir. Ich werde jetzt hier die Redepistole einführen. Ich habe jetzt die Redepistole in der Hand und immer wenn einer redet, bekommt er die Redepistole. Haben wir das soweit? Ist das soweit? Ja. Klar? Ja. Okay. Ja. Gut. Wie kann ich denn darauf aufmerksam machen, dass ich die Redepistole haben will? Erstmal nicht dazwischen reden, wenn ein anderer die Redepistole hat, weil sonst funktioniert das Spiel der Redepistole nicht. Genau, hier, so ein Ding ist das. Ich glaube, das ist ganz gut. So ein Wackler. Gut, ich hätte eine Frage und bitte nur derjenige die Redepistole nehmen, der diese Frage auch beantworten kann. Ich möchte nämlich wissen, wer neben dem jungen Herrn hier, dem Chefkoch, noch alles involviert ist. Weil jetzt nimmt das auf einmal Überhand. So, Willi macht die Kniebeuge, das heißt, Willi bekommt jetzt von mir die Redepistole. Also, die Schniedelpiets sind jetzt mittlerweile schon informiert. Herr Schalukat ist informiert. Herr Recher ist informiert. Herr Chefkoch, also Ralle, ist informiert. Kalle ist informiert. Und die Presse war heute auch schon da. Jetzt habe ich eine Frage. Haben Sie noch eine Frage, Herr Kalle? Da ist die Redepistole. Oh, psst. Hallo, mein Name ist Kalle. Ich habe die Redepistole. Außerdem besitze ich einen Kartoffelladen und ich schlachte gerne Pferde. Jetzt bin ich ein bisschen verwirrt. Wieso wissen die Schniedelpiets Bescheid, dass wir bei den Schniedelpiets die Auto... Wieso wissen die darüber Bescheid? Jetzt müsst ihr aber Schnick, Schnack, Schnuck machen. Hallo, ich bin der Recher, der einsame Stecher, der Frauenbrecher und der Schulabbrecher. Ich habe die Redepistole, dankeschön. Also, die Pimmelschmieds wurden... die Pimmelschmieds wurden eingeweiht, weil wir ein doppeltes Spiel machen. Wir haben gefälschte Räuber... Weil die richtigen Räuber ja nicht da sind. Und wir haben den zweiten Komplettplan geschmiedet, Krawalski. Das bedeutet, wenn deine Räuber nicht da sind, dann kreieren wir einfach andere Räuber und die kreierten Räuber werden uns bezahlen. Obwohl die richtigen Räuber uns eigentlich bezahlen sollten. Aber da die nicht da sind, müssen die neu geklonten Räuber, die wir sozusagen erzeugen, werden dann sozusagen die Bezahlung tätigen. Und diese Räuber werden... Hallo, ich bin der Ralle Ratlos und ich bin gerade ziemlich ratlos. Ich bin ziemlich durcheinander, weil ich den Mittelteil nicht verstanden habe. Alter, vom Schlaf geht noch so ein Ding, ey. Hallo, ich bin der Recher. Danke, Ralle, für die Redepistole. Also folgendermaßen. Verfickter Scheiß! Was für ein Mittelteil! Also, das war jetzt keine Frage, verdammt! Hallo,
Hallo, lieber Herr Recherbrecher, danke für die Pistole. Ich bin der Ralle, der Mittelteil, weil irgendwie hast du ganz oft gesagt, Pimmel, Schmieds, Mieds und der und der Räuber und der Räuber vom Nächsten und ein echter Räuber und dann doch kein Räuber. Ich bin durcheinander. Vielleicht kann das irgendjemand erklären, der nicht durcheinander ist. Hallo, ich bin der Kalle und jetzt mal direkte Frage an das Ursprungsgremium. Damit sind Willi und der Recher gemeint, weil, sorry Ralle, du warst gestern irgendwie noch nicht so wirklich mit im Boot, als wir im Sumpf waren, nicht wahr? Ist er in also welche Freigabestufe hat denn der Ralle hier? Ist er völlig, also, ne? Danke, Willi. Hallo, ich bin Willi Wetzlaff. Ich mach gerne Licht und wenn's leuchtet, dann aber taghell. Danke für die Redepistole, Herr Kalle. Der gute Ralle ist mein Mitarbeiter und ist eigentlich von der Vertrauensstufe her ganz weit oben. Er konnte nur an den Meetings nicht teilnehmen, da er außerkörperliche Erfahrung hatte und sehr lange Pause. Also wir waren auch schon mit dem Herrn Ralle dort und der hat auch mit mir dort diesen Ort entdeckt, den wir uns gestern angesehen haben und die Frösche gemacht haben. Gut. Hallo, ich bin der Recher. Ihr kennt mich alle. Ich habe ein Buch geschrieben, Rache und ihre 110 Kniffe. Und ich bin bekannt aus folgenden Racheaufträgen. Der Dalukat-Schlechter, der Duisburger Stecher oder... Jetzt kommt der Punkt, verdammte Scheiße. Jedenfalls. So, für alle hier nochmal Anwesenden, danke für die Redepistole. Die Pimmelschmieds wurden instruiert, damit die das Gebäude, du kennst es, Kalle, nicht wahr? Das Gebäude im Sumpf ausräumen. Und wir sorgen dafür, dass die Türen und die Tore und alles andere auf ist. Wie wir das machen? Indem wir entweder mit den richtigen Räubern vorbeikommen oder mit den Räubern, die wir auf Wish bestellt haben. Beides geht auf alle Fälle. Diese Aktion wird am Okay. Natürlich. Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen. Danke für die Redepistole. Halt, stopp, jetzt rede ich noch! Also, die Wischräuber oder die echten Räuber, wir werden es sehen. Am Samstag um... Verdammte Kacke, ich habe die Uhrzeit vergessen. Ja, okay, warte, hier. Hallo, ich bin Willi und amtlich geprüfter Elektriker. Sehe verdammt gut aus, aber ich habe auch einen kleinen Schlag weg. Danke für die Redepistole. 18 Uhr Samstag. Dankeschön. 18 Uhr am Samstag findet die Aktion statt. Kowalski. Entweder du instruierst die richtigen Räuber oder... Ja? Okay. Hallo, ich bin der Kalle. Ich bin bekannt aus Filmen wie Old Shatterhand und das abgestochene Pferd. Oder Winnetouch. Mensch, reit mir doch den Buckel runter. Außerdem bin ich auch weltbekannter Rechtsanwalt. Unter anderem für den Eisernen Rächer. Am 18. Nee, warte mal. Samstag 18 Uhr. Das passt. Würde ich jetzt mal grundsätzlich sagen. Für mich auf jeden Fall. Was mit den Original Amazon-Rächer. Warte mal, jetzt bin ich total durcheinander. Mit den Räubern aus dem richtigen Räuberwald jetzt ist, weiß ich jetzt nicht. Ich würde sagen, wir sollten auf jeden Fall die Wish-Räuber im Backup haben. Das würde ich jetzt so mal grundsätzlich. Ne? Ja. Genau. Aber jetzt habe ich noch eine Frage. Was ist denn eigentlich mit dieser Autobahn? Wollen wir da nicht... Ist das nicht grundsätzlich auch was gewesen? Jetzt bin ich aber... Hene, mene, mu. Und raus bist du. Raus bist du noch lange nicht. Sag mir erst, wie alt du bist. Hallo, ich bin der Recher. Danke für die Redepistole. Man kennt mich auch aus dem Buch... 50 Shades of Rache. Also ich bin da. 39. 39.
Hallo, mein Name ist Willi Wetzlaff. Man kennt mich auch aus den Büchern Physik für Anfänger oder auch elektrifiziert steiler Draht. 39, Halle. Moin Mädels, moin Jungs, mein Name ist Kato de Kalle Kuschinski. Ich bin unter anderem auch dafür bekannt, Kartoffeln anzubauen von erstklassiger Bioqualität. Ich habe eine Chefin, die ich geheiratet habe, und die verrückte Frau vom Recher will mich daten, schon seit 3 Wochen. Das geht mir langsam auf den Keks. 36, was meinst du damit? Der zuerst mal kommt zuerst. Oder so. Hallo, mein Name ist Willi Wetzlaff. Ich bin sehr talentierter heimischer Koch, baue Kürbisse an und mache mir sehr oft eine Kürbissuppe. Ralle, du wolltest was sagen. Hallo Willi, ich bin der Ralle. Vielen Dank für die Redepistole. Ich bin auch dabei und ich bringe ihren Docht regelmäßig zum Glühen. Ich wollte euch noch was ganz anderes erzählen. Und zwar, wollt ihr das wissen? Wenn ja, dann springt. Kontinuos, meine Herren, Sie sind Gentlemen. Hallo, mein Name ist Kalle. Ich habe unter anderem den alten Sherlock-Card in das Licht geführt, habe einen Polizisten schon mal niedergestreckt und bin dafür verantwortlich, dass hier andauernd irgendwelche Pferde wegkommen. Meine Frage war jetzt nicht mehr das mit dem Alter, Willi, das habe ich jetzt aber mittlerweile gereiht, vielen Dank dafür. Aber ich müsste jetzt wirklich nochmal wissen, was mit dieser Autobahn passiert. Passiert da jetzt noch was? Kann mir das jemand... So, wer zuerst? Na, ihr wisst ja. Hallo, danke für die Redepistole. Ich bin der Recher. Man kennt mich auch aus dem Film Rech langsam 1 bis 4, The Day of the Rache und Herr der Rache, die Gefährten. Im letzten Akt natürlich durch die Polizei. Von dem Pimmelschmied miteinander gebumst. Richtig. Weil der geheime Plan lautet, dass wir die Polizei gegen die Pimmelschmieds und die Pimmelschmieds gegen die Polizei aufhetzen. Und das können wir bitte alles am Samstag machen. Ich muss jetzt auch los. Denn ich habe noch ein Date. Ja, natürlich. Ja, danke, eiserner Schulabbrecher, für die Redepistole. Ich bin der Ralle und ich bin immer noch dabei. Ich habe morgen Hilfebedarf von euch beiden. Willi ist schon involviert. Willi hat gestern eine Frau nackig gemacht, hat sie bis aufs Blut ausgenommen, hat sie niedergestreckt und hat ihr die Unterhose geklaut. Ich habe diese Frau wieder getroffen und diese Frau hat unterstellt, ich hätte diese Unterhose geklaut. Dann habe ich gesagt, diese Unterhose liegt über meinem Bett. Dann hat sie gesagt, die Unterhose ist schweißig und dann musste ich fast kotzen. Jedenfalls hat sie mir jetzt gedroht, wenn ich ihr nicht ihre Unterhose, die Schlupper, zurückbringe, dann wird sie mich umbringen. Willi und ich haben uns jetzt zur Aufgabe gemacht, diese Frau morgen mit einer genialen Finte zu entführen, die Polizei zu holen. Wir verlangen dann einen Fluchtwagen und dann heiraten wir mit einfach 1000 Scrap oder so ab, setzen uns in den Fluchtwagen, brettern weg und entführen diese Frau. Seid ihr dabei? Hallo! Ich bin der Recher. Man kennt mich auch aus Zurück in die Rache 4. Halleluja! Vier Fäuste für eine Rache? Yeah.
weißt du, um wen geht's? Neidrecher in der Elm Street, ja, da war ich auch mit dabei. Um wem geht's? Ich brauch den Namen von... Okay. Hallo, mein Name ist Willi. Man kennt mich auch unter Flash Wetzlaff, der Elektrische. Danke für die Redepistole, eiserner Becher. Und es handelt sich um die Frau Miermautz, die Doktorin. Schönen guten Tag, mein Name ist Kalle. Ich habe ein Sportdiplom im Wettpferdeschlachten absolviert. Außerdem habe ich eine absolute Auszeichnung bekommen in Hackfleischverarbeitung, natürlich aus Pferdefleisch. Und ich habe auch schon in einem berühmten Film mitgespielt, 3 Pferde für Kalle. Ja. Diese Frau Miermaus, die ist mir auch ein Dorn im Auge, muss ich ganz ehrlich sagen. Die hat es ganz schwierig irgendwie in unsere Nachbarschaft geschafft und die macht sich da irgendwie gerade breit und es stinkt. Die soll sich waschen, das habe ich ja auch schon gesagt, aber hat sie nicht. Und dementsprechend bin ich auf jeden Fall dabei und würde das Ganze morgen gerne unterstützen. Ich bin auch morgen Frühaufsteher tatsächlich. So. Noch irgendwelche Fragen? Weil ich muss langsam mal weiter. Ja, nimm sie dir, Steffi. Also, habe ich jetzt einfach mal. Ich weiß, ich habe die Pistole nicht, aber nein. Ja, lieber Kalle, vielen Dank für die Redepistole. Ich muss jetzt auch gleich los, aber ich bin morgen auch relativ früh Aufsteher. Ich würde sagen, wir treffen uns so gegen 18 Uhr. Wie wäre denn das? Hallo? Ich bin der Recher. Man kennt mich aus dem Film 80, Rache um die Welt. Liebling, ich hab die Kinder gerecht und Rache bei Tiffany. Oder auch Bier und Rache in Las Vegas. Also, ich denke, das kriegen wir alles hin. Ich muss jetzt aber auch wirklich los. Was ist denn, können wir bitte die Redepistole? Hallo, ich bin Willi Wetzlaff und ich habe Kalle in 3 Pferde für ein Kalleluja gesehen. Und das war's dann auch. Ich möchte mich verabschieden und mich bei ihm bedanken für einen wunderschönen Abend und ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns morgen um 18 Uhr auf der Veranda einfinden zu einem elektrifizierenden Abenteuer. Meine Herren, mein Name ist Kalle und ich bin völlig fertig mit diesen ganzen Filmen und ich kann nicht mehr. Vielen Dank für das Gespräch, das war sehr hilfreich. Ich bin sehr froh, dass Sie die Pferdepistole, die Recherpistole, die Redepistole respektiert haben. Und dann sehen wir uns morgen um 18 Uhr. Machen Sie alle einen gemeinsamen Knick, wenn Sie damit einverstanden sind. Perfekt, ab nach Hause. Tschüss, Sikorski. Gott sei Dank.